Ich operiere am offenen Herzen, ich operiere. Ciao, am offenen Herzen, ich operiere. Ja, am offenen Herzen. Und für dich, Fotze, bedeutet das ja ziemlich heftige Schmerzen. Bin in Bonn grad am klären. Und zwar das gute Ort. Du weißt ganz genau, der Genghis Khan, er hat nen fucking Louis. Nein, das hab ich Gott sei Dank nicht. Dank nicht, dank nicht. Finanzen, die sind nicht meine Sache. Das ist Abschiss. Ich habe kein Geld, doch das ist mir egal. Ich bin lieber pleite als irgend so ein lieber Mann von einer jüdischen Bank, der mir das Geld aus der Tasche zieht. Du weißt ganz genau, MC Genghis Khan, er ballert Speed nicht. Nein, ich baller nur das Weed durch die Bonk und dann werde ich operiert und ich sterbe davon. Das ist traurig, traurig, traurig. Doch der Doktor müsste kommen, bisschen Lippenstift auftragen, so und danach kommt er reinkommen. Dann würde er von Easy E verprügeln. Du weißt ganz genau, er ist heute auf Tilidin am Bügeln, warum er auch immer das macht. Du weißt ganz genau, ich ficke deine Mimma im Arsch. Ja, Mimma hat sich mittlerweile eingebürgert. Als zweites Wort für Mama, das ist einfach Mörder. So wie ich. Oder die 187 Straßenbande. MC Genghis Khan fickt jeden Tag eine behaarte Schlampe. Die ist wunderschön, du Muttersöhnchen. Ich werde dich heute ohne Grund töten. Tut mir leid, das werde ich vielleicht nie wieder machen. Nie wieder machen, MC Genghis Khan ist wieder überkrassig, wie sich am Paffel, wie sich am Paffel. Ja, der Elektro-Hop-Style Arabian Prince, er war ziemlich tight, aber sah auch wie eine Schwuchtel aus. Deshalb geht da auch der Schwanz hinein. Ja, kannst mir glauben, ja, der arabische Prinz, das bin ich, kannst mich fragen, ich bin der Pate und Sick, also labere nicht, du dumme Nutte, denn sonst wirst du ausgeschaltet. MC Genghis Khan hat sich in seinem Haus ein paar Frauen gehalten. Wie Haustiere, du weißt ganz genau, MC Genghis Khan hat blaue Nieren. Von dem ganzen Stoff, den er konsumiert, sollte ich vielleicht mal stoppen? Oder sollte ich vielleicht einfach dreimal kotzen? Vielleicht bin ich dann entgiftet, aber das glaube ich nicht. Warum haue ich dich auf deinen Schädel ein? MC Genghis Khan, er hat wunderschöne, große, runde Titten, so als würde er ein Mädel sein. Ja, du kannst mir glauben, ich tue dir etwas von den abgefahrten schwarzen Schmand in deine Augen reinreiben und dann kannst du nie wieder sehen. MC Genghis Khan, er findet dich ziemlich schräg. Ha, ja, ja, ich operiere heute im deutschen Rap-Biss. Ich ficke dich mit Keulen, ich bin einfach heftig. Ja, MC Genghis Khan haut den Flow hier einfach Freestyle raus. Du bist nur ein mieser Lauch und wirst von mir heute mies gehauen. Die Isa, die Sau, ja, die kann ich nicht leiden. Die geht auf den Strich und ist dort scheiße am Reiten. Ja, ho, hi-ha, hi-ho. Ich mache komische Geräusche und das macht mich ziemlich froh. Guck mich an, ich bin am Schwitzen wie Sau. MC Genghis Khan, er fickt eine Frau. Und er fickt eine Frau. Und er fickt einen Strauß. Zinn Vogel, MC Genghis Khan, ich bin drauf auf 1000 Drogen. Oder auch auf 100.000 oder 1 Million. Ich hab keine Ahnung, doch ich gönn mir jetzt eine Melone. Wie dieser schwarze Mitbürger namens Zenit, Miet, der gönnt sich gern auch mal das hammerharte Weed, Weed. So wie ich, einfach so, durch die Bonk, ich bin so stoned. Bleib bei mir einfach dann noch ein Ho. Yo, ich glaub, die wird gebone mit meinem Boner oder dem Knochen. Yo, hab ich da etwas verbrochen? Wenn sie unter 18 Jahren war, dann war das doch einfach so offen gewesen. Yo, so wie ihre Beine, hab da reingelinst. Was willst du denn noch tun? Du weißt, dass alles, was ich bring, so scheiße ist. Wie der Dünnpfiff, den du abends auf dem Klo so kackst. Yo, doch du weißt ganz genau, dass ich an dein Klo mal grapsch. Einfach so auf, wenn du dagegen irgendwie was hast. Doch das kann ich nicht verstehen, ich bin doch dieser Inder wirklich krass. Und auch noch Rauchort, jeden Tag auch Bong. Aber Giblets manchmal auch, aber die sind nicht so gut zum Bauen. Da ich diesen Hollow eher so beherrsche. Aber nicht das Drehen, nein, diese Werke muss ich noch klären. Irgendwie erlernen, weiß ich nicht genau. Yo. Yo, Dre, du auch noch da?
Hilf ihm auch noch da? Was denken Sie? Und Dr. Dre an einem Ohr? Hey, Dre, gib mir die Shisha! Bruder, gib mir die Shisha! Numa? Was? Nein, gib mir die Shisha, Mann! Stand back. Einfach mal zurückgehen. Yo, wenn ich dich sehe, dann solltest du mal schon gebückt gehen. Denn du weißt doch, was kommt. Das ist mal wieder das Legendäre in der Glied. Ich gebe es einfach diesen Ding an Pi. Yo, ich glaub, ich bin ein G. Aber halt nur, einfach so ein bisschen. Yo, deshalb muss ich mich bisschen mehr zum Gangster hochkiffen. Machte man das nicht so in der Familie, in der Mafia oder woanders? Diese Kamoga MS-13 oder so anderes, so wie in Aachen mit den Crystal Eyes und Kommissar. Yo, ich komm nicht klar, deshalb gebe ich mir einfach mal so meine Bon parat, komm mal klar, oder mach mir an einem Sonntag was, Bombengras, einfach so mal klar. Ich hab nen Drommel da, das teilen wir dann. Yo, ich bin von der Scheiße so krank, trotzdem dropp ich meine Reime, eine Zeile, bleibe da dran, einfach weiter. Wildfrucht in der Cypher, nein, das war der Krümel-Eistee, doch ich bleib halt einfach an dem Mic mal. Schreibe keinen Scheiß da, ich gerade gute Lines bringe, die sich halt auch reimen. Bis auf die letzte Zeile, die ich brachte. Yo, die Weiber sind am Naschen an der Peniskuppe. Und dann lass ich Mädels lutschen, geh nach unten in den Untergrund. Und dann findest du mich, doch wer ist da noch? Yo, da ist der Genghis bekifft, einfach so in der Ecke am Chillen und gibt sich seine Bon. So wie in diesem einen Track, ich weiß nicht ganz genau, wie hieß nochmal der Song. Kein Plan, bleib dran. Einfach so, der Khan auf Mongolian EP oder Tape, weiß es nicht ganz genau. Letzter Reim, der wurde leider ausgelassen. Trotzdem weißt du, dass uns die Frauen hassen wegen unserer weiberverachtenden Texte. Aber der Hip-Film, der macht es dann wieder Wettman.